Wir müssen das analysieren. Nicht mit mir. Nein, nein, nicht mit mir. Scheiße, ich brauche neue Muni. Hi. Das ist eine S12. Gehen wir mal ein bisschen durch und rushen so. Sorry. Wie ihr seht, mich wieder. Die kleinen gescheiten Waffen? Yay. Sorry, Harper. Let's do it. Aufzug benutzen. Allah, Allah. Oder so. Oh, Scheiße. Wo denn? Könnte neue Munition brauchen. Was sind diese Tanks? An ihnen vorbei! Oh mein Gott, er hat mich niedergeschlagen mit seiner Banane! Mit seiner Banane! Scheißendreck. Na komm schon, ihr kleiner Wichser! Mann, jetzt bin ich nicht mehr so freundlich. Ich hab doch nicht gemacht. Aber ja, aber nein. Scheiße, okay, jetzt Concentration, Concentration, Concentration. Ah geil, jetzt hab ich übrigens auch so hier. Ja Mann, jetzt gibt's aber hier. Yay, die Waffe ist so geil, ne? Hallo. Okay, alles frei. Was ist das? Das ist ein 3D-Fabrication-Labor. Waffenkomponenten, kleine Waffen, so ein Zeug halt. Die stellt sich wohl auf einen längeren Krieg ein. Woods hat uns verraten, wie viel Reichtum Menendez angehäuft hat. Niemand ist hier. Er hat in Waffentechnologie investiert. Ich weiß schon wo. Bitte, nicht wehtun! Okay, los, komm! Dieses Labor hilft einem Terroristen. Reden Sie schon oder ich tue Ihnen weh. Mein Name ist Eric Briner. Ich bin Magnetometrist. Okay, und was will Menendez von Ihnen? Ich soll das Celerium verarbeiten, eine neue, seltene Erde, die jegliche Mikrochip-Technologie überflüssig machen wird. Sie kommen! Bringen Sie mich lebend hier raus! Ich gebe Ihnen alles! Unten bleiben! Runter!
jetzt aber. Ist auch noch ein paar unsichtbare Spacken, Alter. Die Waffe ist so geil beim Nachladen, die lädt so schnell nach. Hier lang. Wollt nur, dass es Krach macht. Zu zweit bedient werden. Wo? Oh. Auf ihr Zeichen. Was ist das denn? Ey! Geiles Teil. Kümmern wir uns darum, Section. Go. Bin unterwegs. Wieso kann ich so langsam laufen? Hm. Erfangen Sie Zellerium. Krass. Sieht aus wie eine Granate. Quantenverschränkung. Dieses einzelne Gerät hat mehr Rechenkapazität als ihre gesamte militärische Infrastruktur. Im Labor hieß es, dass Menendez es für einen groß angelegten Cyberangriff verwenden will. Okay. Ich hörte von etwas namens Karma. Das muss der Name der Cyberwaffe sein. Wenn Menendez einen Zellerium-Wurf zum Angriff einsetzt, gäbe es nichts, was ihn aufhalten könnte. Alles klar. Selbstlich nicht. Oh shit! Ihr Schweine! Ich hab ihn geliebt! Ich kannte ihn doch schon so lange! Oh, Alter, okay. Juden, so. Wann kann ich mit der Ankunft des Extraktionsdienstes rechnen? Bam! Verteidigungspositionen! Kraken kommen! Alles nur mit Granaten. Geil. Verdammt! Oh. Mit oder ohne Unterstützung! Es ist noch nicht vorbei! Ah, ich habe ein Auge im Auge, ich sehe nichts. Ah, oh Gott. Ah, oh, mit einem Auge spielen ist scheiße. Schnelles Magazin. Ah, oh mein Gott. Ey, komm da raus. Ich mach keine Spielchen mit mir. Ja, der Chi kommt Feuermodus. Es ist Briggs. Nicht schießen! Das ist das Extraktionsteam! Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Ich denke, die Mission war ein Erfolg. Admiral Briggs, schön, Sie zu sehen. Ebenso, Section. Was auch immer Menendez plant, Zellerium ist der Schlüssel. Endlich sind wir diesem Bastard einen Schritt voraus. Er ist nur ein Mann, Admiral. Er will Sie glauben machen, dass er mehr ist. Aber er ist nur ein trauriges Abziehbild eines Mannes. Er ist ein Hurensohn. Und wieder haben wir es geschafft. Sind wir schon durch? Kommt noch. Es ist noch nicht fertig. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, ja. Jetzt sind wir in Afghanistan. Jetzt können wir unsere Ausrüstung anpassen. Die Galil will ich. Oder was gibt's für den MP so? Nee, ich nehme die, oh mein Gott. Die Galil nehme ich. Geh doch.